Willkommen bei Belandris, Ihrem Gartencenter. Gärten in Töpfen und Kübeln sind beliebt, weil sie oft den ganzen Sommer hindurch blühen und einen Hauch von mediterranem Gartengefühl zu uns bringen. Enzianstrauch, Bougainvillea und Lantane sind spektakuläre Blüher und als Kontrast dazu eignen sich gut auch Formgehölze für den Topfgarten. Dabei können die Pflanzen winterhart sein und im Freien überwintern oder aber nach einem frostgeschützten Standort verlangen, wie der beliebte Oleander. Berücksichtigen Sie dieses schon bei der Auswahl der Pflanzgefäße. Im Freien überwintern können Keramiktöpfe, die ihre Frostfestigkeit garantieren. Hier gehen Sie ganz sicher. Andere Gefäße bieten Frostfestigkeit mit dem Vorzug, von sehr leichtem Gewicht zu sein. Entsprechend wenig Mühe hat man, die Pflanze zum Winter an einen geschützten Standort zu bewegen. Gartentauglich im Sommer und zimmertauglich im Winter sind Gefäße ohne Wasserabzug, die dafür aber mit einem separaten Pflanzeinsatz versehen sind. Sie werden wirkungsvoll bepflanzt, etwa mit einer Palme, für Wintergarten und Terrasse. Andere Pflanzen können im Winter draußen bleiben, wie Lärche, Zierahorne mit elegantem rotem Laub und dekorative Koniferen. Frostempfindlich, aber prächtig sind die südländischen Dauerblüher, vom Wandelröschen mit aromatischem Duft über den Oleander hin zur Bougainvillea, die großen Farbmacher im Topfgarten. Eingepflanzt werden sie alle in optimale Erde, immer ergänzt von einer Schicht Blähton für den guten Wasserabzug. Beides hält man am besten auseinander mit einem dazwischengelegten Stück Vlies. Ein Stück Vlies kann auch die Tonscherbe ersetzen, die man üblicherweise zuerst unten auf das Abzugsloch legt. Darauf eine Schicht Blähton, die etwa ein Viertel so hoch wird wie das Pflanzgefäß. Als Trennschicht dann noch ein Vlies, damit die einzufüllende Erde vom Blähton separiert bleibt. Pomponzypresse oder Zwergginkgo sind dann elegante Lösungen, um diese Gefäße winterfest zu bepflanzen. Die nicht winterfesten Pflanzen lassen sich im modernen Gefäß ganz mühelos an ihren Terrassenplatz bringen. Und mit einigen dauerblühenden Farbtupfern bringen sie den modernen Garten erst richtig zum Leben. Niemand leistet das prächtiger als die Kübelpflanzen. Und die gibt es in großer Fülle. Lassen Sie sich bei uns inspirieren. Ihr Belandris Gartencenter freut sich auf Ihren Besuch.